Vermutlich, weil man die Menschheit liebt und das Menschsein und man gute Impulse ins Leben rufen möchte. Nun bin ich hier ein ausgebildeter Pantomime-Schauspieler und es war 98 in Münster war das Fünfjährige zu Kunst und Kultur im Klinikum, also Kunst und Kultur im Krankenhaus. Und dort bin ich dazugestoßen und das fand ich so spannend, diese Tagung. Und wie gesagt, kann ich mithelfen? Und am Ende der Tagung sprach ich den damaligen Kulturreferenten an, ob ich einmal vorspielen durfte. Ich würde gerne auch Klinik klauen. Ich würde gerne die Heiterkeit ins Haus tragen. Vorgespielt, und das war vor 20 Jahren. Ja, so wird man Klinik klauen. Und hat mittlerweile viele heitere Momente produzieren, erzeugen und auch geschenkt bekommen, erlebt. Ach, Geriatrie. Haben es unsere älteren Herrschaften denn nicht auch verdient, Abwechslung zu erfahren, vielleicht heitere, witzige Momente, wenn sie selbst die nicht anstoßen können, von außen als Impuls geschenkt zu bekommen? Ich habe so wunderbare Momente schon in der Geriatrie erlebt. Das sind halt nur am anderen Ende unserer wunderbaren Lebensweges. Aber es sind doch auch wunderbare Menschen mit ganz, ganz viel Erfahrung, die sie ja schon in ihrem Leben sammeln durften. Und ich kann clownesk, humorvoll, manchmal geht meine Nase auch einfach herunter, schon erlebt und bin oftmals dankbar wieder nach Hause gefahren nach einer zweieinhalb, dreistündigen Visite. Lachen und Weinen sind Geschwister. Also wie oft habe ich schon erlebt, dass jemand weint und man reicht ihm die Hand oder man zeigt ihm etwas, was seine Thematik betrifft und stellt es auf den Kopf und plötzlich fängt er, weil erhellend, weil erkennend, er schallend an zu lachen. Das ist einfach wunderbar zu erleben. Herausforderungen sind es, wenn jemand mit Aggression da kommt. Da werde ich dann bescheiden und muss manchmal vielleicht auch vorbeilaufen lassen. Da kann man wenig, also da ist die Konfrontation zu sehr einseitig. Humor braucht schon auch eine Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Und wenn die ist, ja, wenn die da ist, herzlich willkommen. Konfrontation. Manchmal ist es auch so, dass Leute nach einer Antwort suchen, die muss man ihnen dann auch schenken. Wenn sie frech sind oder wie auch immer, manchmal muss man ihnen sie auch an die Grenzen weisen. Das ist auch, gehört auch mit zum Spektrum, sagen wir mal, des humorvollen Umgangs, des humorvollen Handwerkes. Wie gesagt, Humor hat auch viel mit Mut zu tun, weil Humor, die Stofflichkeit, findet auf der Du-Ebene statt. Und damit bin ich inbegriffen und kann mich davon nicht trennen. Und dann darf ich auch ab und zu, wenn es die Situation erfordert, auch mal ein klares Wort sprechen. Und dann ist die Nase auch unten. Oftmals kann man sie danach wieder aufsetzen und neue Wege heiter und fröhlich, teilweise dann auch, manchmal auch mit Schallen und Lachen begehen. Ja, die gibt es auch. Ich habe schon den einen oder anderen Tritt in meiner Visitenlaufbahn erhalten. Das waren nicht so viele, aber die gab es auch. Und das ist dann zu akzeptieren, weil der Mensch ist schon verantwortlich für sich selber und ich bin nicht derjenige, der sie zu retten hat. Ich kann nur Angebote machen und vielleicht mal die Hand reichen. Oftmals gelingt es, und das sind dann Geschenke, aber derjenige, der weiß Gott, wo er steht, was er gerade mit sich auszumachen hat, es ist alles so zu akzeptieren.